Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone auf dem Sonntag ist, ne? Ja, es ist Sonntag. Ist nicht ein schöner Sonntag, Freunde? Ich finde schon. Und das ist so ein Sonntag, an dem man eigentlich nochmal genau das gleiche Deck spielen sollte, was man am Tag zuvor gespielt hat. Und, oder in der letzten Folge. Jetzt, come on, schreibe ich nicht an. Wir spielen nochmal Xixos Druiden, denn, der hat mir doch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich spiele ja so selten Druiden, Leute. Da muss man das auch häufiger machen. Und ich habe mir natürlich eure Kommentare durchgelesen. Ich hätte auch am Ende ein Swipe spielen können. Am Ende der letzten Folge. Aber das wäre so langweilig gewesen. Ich habe es natürlich gesehen. Natürlich habe ich das gesehen. Ja, aber ich habe mir überlegt, ich nehme es nicht. Leute, viel zu langweilig. Mega langweilig. Okay, wir spielen gegen Hunter, aber der ist gar kein Hunter. Ich bin total durcheinander jetzt gerade. Okay. Living Roots behalten wir. Keep of the Grove wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe gehört, in der Welt, das mit dem Inner Welt, letztes Double Inner Welt, das war nicht so schlau, aber das ist mir egal, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Keeper of the Grove behalten. Nopes. Und Inner Welt soll ich benutzen, um immer ein Tempo-Vorteil über das gesamte Spiel zu halten. Mal gucken. Gucken, ob wir das machen. Hier jetzt erstmal schön Board legen, ne? Und rein theoretisch könnte ich jetzt wieder zum Beispiel mein Control-Tag legen, aber das möchten wir nicht. Das wäre nun wirklich totaler Blödsinn gewesen. Haunted Creeper. Jetzt könnten wir allerdings einen Azure Drake spielen. Und ich glaube auch, dass es mit das Schlauste ist. Oder? Weil danach hätten wir... Ja, ich glaube... Ja, komm. Ich bin ja nicht so schlau. Ich bin ja neu. Ich bin ja neu hier in der Gegend. Ich kenne mich noch nicht so aus mit diesem Spiel. Wir machen sowas hier. Ich find's gut. Okay. Hätten wir das jetzt behalten, das Innerwelt und den Coin, und hätten dann vielleicht noch ein Innerwelt gezogen, hätten wir vielleicht einen frühen Dr. Boom spielen können. Aber pff, wer braucht sowas schon? Savage Raw würde machen. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schaden. Okay, lassen wir das. Jetzt hier Mind Control Tag, ne? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber noch schon schlecht. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir eine von den Spinnen weg. Gehen sonst Face. Und hoffen, dass er zwei Minions spielt. Ist das... Ist das etwas, was man macht? Oder hätten wir jetzt... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, diese Runde wird nicht allzu gut. Ich glaube, in dieser Runde werde ich ein bisschen verkacken. Ja, er nimmt Board weg, natürlich. Das macht auch Sinn. Oh ja, Pilot Shredder, der kommt genau richtig. Top Deck. Der wird jetzt wahrscheinlich sterben, aber da kommt noch was raus, Digga. Da kommt noch was raus. Was ist es? Cool. Also nicht besonders toll, aber damit können wir wenigstens dieses Totem hier wegmachen. Je nachdem, was er jetzt noch spielt. Haunted Creeper, okay. Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Schamane eigentlich? Oh, come on. Okay, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir spielen ihn Azure Drake. Haben ein zweites Savage Raw auf der Hand. Können das hier schon mal wegmachen. Und können dann vielleicht gleich irgendwelche krassen Sachen machen. Mal gucken. Oh, hoffentlich kriegt er nicht hier Schaden, der ist ein Drake. Yes. Und jetzt spiel noch mal irgendwas Großes, was ich gleich mit dem Mind Control Tech klaue, okay? Also groß für 3 Mana, ne? Du verstehst schon, was ich meine. Vielleicht spielt er ja die Wölfe. Das sind nicht die Wölfe. Ach Mann, Wild Growth lohnt sich hier nicht. Lass uns hier was klauen. Ja, das hätte auch besser laufen können. Shido. Machen wir den noch weg. Okay. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Double Savage Raw in dem Fall, wenn die überleben würden. Ach, tun sie nicht. Brauche ich nicht rechnen. Brauche ich nicht rechnen. Ich muss sowas rechnen. Ich weiß, es gibt andere Leute, die machen das einfach so.
Ich kann das nicht. Shit. Okay, jetzt wäre der Mind Control Tag um einiges besser gewesen. Kacke. Oh, Swipe. Oh, oh. Oh, Swipe. Okay, 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 okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Die beiden sind tot. Dann mache ich den tot. Oh, okay. Okay. Sowas. Schwing. Und Heldenkraft, oder? Ich meine, Wildgrowth wird dann quasi übrig bleiben, um eine Karte damit zu ziehen. Eieieiei. Wir brauchen jetzt Board. Und das können wir mit dem Boom, kriegen wir das hin. Können wir das hinkriegen. Hauptsache, er kann nicht zu viel spielen. Ja, was ist es denn? Oh, gut, dass wir das geklaut haben, ne? Jetzt so im Nachhinein. Gut, dass wir mit dem Mind Control Tag das Ding gerade geklaut haben. Weil das Swipe jetzt gerade sehr, sehr angenehm kam. Jetzt overloadet er sich. Sehr gut. Sehr, sehr angenehm. Oh, wir könnten auch die den Kollegen hier spielen. Allerdings dann nicht mehr so viel mehr. Wir könnten noch eine Heldenkraft raushauen. Oder wir hauen... Ja, oder ein Wildgrowth. Dann hätten wir nächste Runde 10 Mana. Was bringt uns das? Dann hätten wir halt einen Folgen und 10 Mana. Dann könnten wir einen Boom spielen und... Ja, so richtig was bringt, tut das nicht, ne? Komm. Machen wir das so. Ah, der Folgen wäre auch nicht schlecht gewesen. Was kommt jetzt? Oh, oh. Ein Hex. Oh. Okay, aber das ist ganz gut, dass er nicht auf den Folgen geht, weil dann würde der Death Rattle von Folgen quasi nicht aktiviert werden. Das muss man ja auch noch bedenken. Okay, what do we do now? Oh. Leute. Benutzen wir den Swipe jetzt hier? Naja, und dann können wir noch den Folgen raushauen. Ich meine, warum nicht? Wenn wir damit das Board clearen können. Hallo? Hallo? Schwing! Schwing! Oh, nur ein Schaden. Schade. Schade. Okay, was macht Double Savage Roar? Ganz normal Double Savage Roar bei 3 Minions. 6 plus... Also es sind 12. 12 plus... Hier sind 16 plus 5. Plus 5. 16 plus 21. 22? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich glaube, wir kommen auf 22, Leute. Wollen wir damit ins Face gehen? Oder lieber nicht? Oh, oh, er heilt sich? Dann brauchen wir darüber jetzt auch nicht mehr nachdenken, du. Ja, vielleicht sollten wir trotzdem Savage Roar spielen. Wir müssen ja auch irgendwie aus der Situation jetzt hier noch rauskommen. Habe ich mich eigentlich verrechnet? Auch wenn ich mich jetzt verrechnet habe, ne? Oh, 22, hatte ich 22 gesagt? Plus Living Roots? 3 plus 3 sind 6 plus... Oh, ich muss nochmal nachrechnen. Double Savage Roar. 6, 12, 12, 14, 16 plus 5 sind 21 plus die Heldenkraft ist 22 plus... Oh. Okay, ich habe mich wahrscheinlich verrechnet. Living Roots geht nur auf... Nee, es macht auch noch einen Damage mehr, weil wir Spellpower haben. Habe ich mich jetzt verrechnet oder nicht? Ich habe mich nicht verrechnet, Leute. Es wäre, wenn wir das Spell-Damage nicht gehabt hätten, wäre es exakt lethal gewesen. Oh mein Gott. Dieses Deck ist echt nicht schlecht, ne? Man kann damit Sachen machen. Das sagt man so im Volksmund. Okay. Ein schnelles Match noch, Leute. Ein ganz schnelles Ding. Hab ich vorher schon Mist gebaut? Hat da jemand aufgepasst? Na, ihr seht das doch immer, ne? Hab ich irgendwas übersehen oder hätte ich da jetzt auch schon früher irgendwie Lethal gehabt oder so?
es kann alles sein. Ich weiß es nicht. Dass ich das jetzt gesehen habe, das ist ja auch irgendwie komisch. Watch your back. Behält man an Innerwelt? Ja, aber wir packen mal den Folgen weg. Swipe. Gegen Rogue jetzt wahrscheinlich nicht ganz so geil. Also jetzt nicht geil, aber nicht. Es ist kein Paladin, ne? Okay, wir können nichts machen. Geil. Das ist schon mal ein wenig ärgerlich. Oh, ist das hier die letzte Season hier? Der Kartenrücken? Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen überfragt. Wir cyclen nicht, ne? Cyclen wäre ja jetzt Quatsch. Dann fressen wir lieber ein bisschen mehr Schaden. Wir müssen 5 Mana um. Okay. Ich habe gerade irgendwie keine Antwort, ne? Ich könnte cyclen, was kacke ist. Regen Fates. Nächste Runde hätten wir den Keeper of the Grove. Könnten den silenzen hier. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Hoffentlich kann er jetzt nichts spielen. Oh shit, er kann irgendwas spielen. Aber die Karte hat er schon länger. Ah ja, okay. Da ist der Swipe auch nicht so schlecht, oh. Aber der hat gleich ein, drei. Oh Gott. Wenn ich doch bloß das hier kaputt kriegen würde, um dann. Ich meine, das kann ich, ne? Ich könnte es kaputt machen, aber dann würde er halt mehr Schaden machen. Das ist ja auch Blödsinn. Und jetzt zu swipen. Es ist so ein Zoo-Rogue. Ist es vielleicht dieser Rogue mit dieser komischen neuen, relativ neuen Dinosaurier-Karte? Ich weiß es nicht genau. Ich könnte Wrathen und dann swipen, zusammen mit Innervate. Oh, das mache ich aber sehr, sehr ungern, ne? Das mache ich aber sehr, sehr äußerst ungern, ne? Aber dann ist das Board clear. Es ist ein klares Board. Anders kann man doch nicht sagen, ne? Und ich hab halt kein Follow-up. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ich habe kein Follow-up. Ich könnte Keeper of the Grove nutzen, falls er irgendwas spielt, wo das auch Sinn macht. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal auf gut Glück machen. Aber es sieht doch so aus, als wenn. Ja, auch nichts machen kann. Okay, aber dann ist wiederum blöd, weil ich den Keeper of the Grove jetzt auch nicht einfach so spielen will. In der Welt wäre jetzt super gewesen für Boom oder Ancient of Lore, aber komm, es war doch schon. Könnt ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben? War das nicht auch sehr gut, dieses Board da einfach mal komplett zu clearen? Schon, ne? Ich glaube schon. Oh. Weil er nochmal ein Dolch zieht. Ja, geil. Ja, geil. Aber kann er jetzt irgendwas spielen? Nein. Wow. Okay, wir müssen jetzt leider ein Tempo Mind Control Tag spielen. Wir könnten auch ein Tempo Keeper of the Grove spielen, aber ich hab Bock, gleich noch irgendwas zu silenzen, was bestimmt irgendwie total schlimm wird. Hoffentlich müssen wir das Force of Nature jetzt nicht zum Clearen benutzen, weil er auch ein Boom spielt oder so ein Scheiß. Oh, shit. Okay, wir können auch hier wieder. Oh nein, der Backstep ist real. Den hätte ich gebraucht. Nein. Ich wollte jetzt einen Swipe und den Mind Control Tag benutzen. Scheiße. Ich kann jetzt einen Counter-Boom spielen. Ach, Mann. Ich meine, was können wir sonst machen? Es ist.
Alles andere macht jetzt nicht so richtig Sinn. Ich meine, wir könnten auch noch ein Pirated Shredder spielen. Aber da haut er wahrscheinlich ganz glücklich die Bomben rein und dann lacht er sich ins Fäustchen. Force of Nature, wie ich erst dachte, macht hier auch gar nicht so richtig Sinn. Ja, weißt du was? Oh nein! Oh shit, ich wollte erst die Heldenkraft nehmen. Nein. Okay, ich wollte nämlich erst die Bombe nutzen, damit die nicht auf den... Okay, alles klar. Oh, vier ins Gesicht, ich hasse dich. Ah. Naja, auf jeden Fall könnten wir jetzt hier vielleicht irgendwas draus machen. Bitte. Das wäre sehr gut. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Mr. Red, ich hasse dich. Ins Gesicht? Als erstes? Mr. Red, wieso hast du nicht erst komplett... Ach so, weil die Kombo, okay. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe direkt drum. Jetzt kannst du wahrscheinlich... Oh! What? Wow. Ja, okay, aber die Bombe hat ihm jetzt auch den Sieg gebracht, die da eben geflogen ist mit dem vier Schaden. Ich bitte dich. RNGesus, du Penner. Ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre sehr dankbar. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Ja, das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.